Weinsberg Pepper Edition auf VW T6.1, der Bulli, diesmal in einem exklusiven, ganz neuen Grundriss. Stefan Buhr ist hier und du hast gesagt, naja, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, der ist ganz neu. Ich bin ja heute auch zu Besuch hier und ich habe den Wagen auch noch nicht gesehen, bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, die Simone ist da. Simone, das wäre dein Grundriss, denn das Fahrzeug ist extrem klein. Es ist handlich. Wir sind heute am Samstag da, dem Publikumstag schlechthin. Das ganze Fahrzeug ist unter 6 Meter. Ja, genau, unter 6 Meter, wie ein Kastenwagen. Vorne drauf ist ein Bulli drauf, ein VW T6.1. Und innen drin, du darfst gern schon mal reingehen, dich mal ein bisschen umgucken. Denn werde ich dich gleich mal ganz intensiv befragen. Du hast einen wirklich exklusiven Grundriss. Hinten drin ein Fenster, das hast du bei den anderen nicht drin, oder? Ja, ist eigentlich auch immer wieder ganz nett, ne? Wenn man dann durch den Rückspiegel, den man sieht, auch wieder hinten rausgucken kann und die Helligkeit, ja. Ja, du bist einer der größten Weinsberg-Händler Deutschlands und das Ganze macht ihr schon sehr lange. Wie lange macht ihr das? Schon seit über 60 Jahren mittlerweile. Über 60 Jahren? Also nicht Weinsberg über 60 Jahre, sondern der Gesamtbetrieb. Ich wollte gerade sagen, ja. So, wenn wir kurz mal reinschauen, das ist wirklich üppig. Wir haben viel Platz, ein Zwei-Personen-Fahrzeug hier. Ja, es ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug und es soll ja auch mal als Vier-Personen-Fahrzeug auch mal möglich sein, dass man zum Viert fahren kann. Gucken wir uns gleich innen mal an, ob auch die Sitzgruppe umbaubar wäre. Ich bin gespannt. So, kann man hier jetzt noch, ich sag mal, Fahrräder mitnehmen? Das ist ja die Frage. Ja, wir müssten nur den Aussteller verändern beim Fenster, dass man da einen Drehaussteller macht. Und dann könntest du hier ganz normal einen Fahrradträger hinten drauf machen. Anhängerkupplung ist, glaube ich, noch nicht geklärt, ob das bei dem Fahrzeug geht. So, ein Surfbrett kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist die Leiter drin, dass du drauf kommst. Das Ganze kannst du hochklappen, sodass du riesengroße Dinge mitnehmen kannst. Wenn du mal gerade das Polster rausnimmst, bitte, Stefan. Die Leiter ist bestimmt für das Bett. Ich glaube nicht, dass wir die benutzen können für aufs Fahrzeug drauf. So, hier ist fürs Bett. Und hier kannst du durchladen von vorn nach hinten. Ein Klapprad ging auf jeden Fall rein, je nach Größe, richtig? Ja, das denke ich schon, ja. Wahnsinn. Service und Garagenklappen, das ist wirklich beim T6.1 außergewöhnlich. Das hast du gar nicht. Die Easy Travel Box, die ist hier mit drin. Sie ist auch abgeschlossen. Wir können nicht reingucken. Die können wir bei dem anderen Wagen wieder schauen. Die ist ja immer gleich, die Easy Travel Box. Easy Travel Box heißt, du hast also eine einzige Box für Wasser, für Strom und so weiter. Ja. Die Stromführung ist auch von unten unter dem Fahrzeug. Genau, die kommt von unten durch. Also nicht irgendwie ein Stromkabel, was an der Seite rauskommt. Da bitte aber aufpassen. Mäuse, das ist das große Thema. Ja, ist eine Klappe drauf, ne? Also ordentlich abdichten, was du drauf hast. Eine Sattanlage hier ist mit drauf. Es ist ein stark umlagertes Fahrzeug, oder? Ja, jetzt gehen die Pforten auf hier und ich denke, der Wagen wird alle hier überraschen. So, kennt man ja nicht bisher. Reisemobile. 500 LT Excursion Van, ja. Da brauche ich einen Sprachkurs, wenn ich das aussprechen kann. Ah, du machst das prima. So, der Wagen kostet 19.753. Nee, das ist, glaube ich, das Sonderpaket. Nee. Oder man spart das, oder wie? Ja, das ist die Pepper Edition. Alle kennen bereits Pepper seit Jahren. Und zur Einführung wird der Wagen in der Pepper Edition angeboten, Vollausstattung. So, ich zeige mal gerade ein paar Sachen. Fahrzeuglänge unter 6 Meter, widerstandsfähiges GFK-Dach, haben alle Pepper, oder? Ja, genau. Alle Weinsberg-Fahrzeuge haben GFK-Dach. So auch der Wagen. So, und der Preis 85.268 Euro, aber der ist richtig voll. Ja, der ist schon bei 77.190 richtig voll in der Pepper Edition. Und hier sind eben noch Zusatzausstattungen dabei, die das Fahrzeug noch schöner machen. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen. Du musst noch zwei Tage, heute und morgen. Mhm. Und morgen auch leicht verkürzt. Das ist übrigens der Stefan, ich darf dich herzlich vorstellen. Hallo. Er kommt aus Saarbrücken, ist die zweite Generation. Er ist so ein Wohnmobilhändler. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Das heißt, er muss Tag und Nacht den Leuten das immer wieder erzählen. Du hast ein Riesenteam, 60 Leute arbeiten dir. Ja, das ist richtig. Ja, fast noch mehr, aber 60 passt, ja. 60 passt, ja. Was ist denn die Leidenschaft Wohnmobilhändler? Das ist ja, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich. Du musst ja jedem immer wieder neu alles erzählen. Deswegen drehen wir ja auch die Videos, dass man viele Fahrzeuge detailliert sehen kann, oder? Ich sag mal so, ich darf es, ne? In dem digitalen Zeitalter eben Fahrzeuge. Du machst das hier prima, dass die Leute eben die Fahrzeuge auch online schon schauen können. Aber die meisten Leute kommen dann danach und wollen sie mal noch anfassen. Anfassen, gell? Haptik. Und das ist das Schöne an unserem Beruf. Das wird auch immer bleiben, dass man, bevor man was kauft, man will es sehen, man will es probieren, ja. Also ein ganz schönes Detail, das kannst du wahrscheinlich noch nicht so ganz verstehen. Die Carbon-Optik auf der Tür, siehst du die? Ja. Ist das schön, Carbon, sagt dir das was? Ja, Carbon sagt mir auf jeden Fall was, aber schön ist, also es ist wahrscheinlich einfach nur praktisch, also so würde ich es jetzt sagen, oder? Ist es praktisch oder ist das so ein Männerding, Carbon?
Ja, das definitiv schon, ja. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen, da ist so eine Carbonstruktur drauf. Sieht schick aus. Die Aufbautür ist relativ breit. Du hast ein Fliegenschutzgitter mit drin. Schau mal kurz, Simone. Hab ich. So, und dann der Kühlschrank direkt am Eingang. Also dieser Grundriss, das wäre mein Grundriss, ganz ehrlich, weil ich liebe das. Du hast zwar etwas weniger Garage, aber du hast ein Raumgefühl hier in dem Fahrzeug drin. Das ist unbeschreiblich. Also wenn du überlegst, du bist in einem T6.1 und du darfst gerne mal reingehen und dich mal auf den Fahrer- oder Beifahrersitz setzen. Dann können wir mal schauen. Hier vorne ist eine Schranktür ohne Griff. Oh ja, da hat jemand einen Griff hier sich ausgeliehen, ja. Das ist so, deswegen... Nein! Wenn du hast ja nicht aufgepasst, also die Rückseite von der Stauraumgarage. Ist das so? Ja. Okay, und da ist die Rückseite von der Stauraumgarage. Scheinbar. Aber das ist die Rückseite von der Stauraumgarage. So, hier hast du nur kleine Fächer, die sind auch ziemlich wichtig. Da kannst du Sachen reinlegen, die du so brauchst. So zum Beispiel Handschuhe im Winter, wenn du Winterurlaub machst. Das Ganze hat ein Bussystem mit eingebaut. Ja. Das heißt, man kann das Licht von egal wo steuern. Dann der Kühlschrank, der von beiden Seiten zu öffnen ist, macht hier natürlich besonders viel Sinn. Ja, mit Wasser drin. Du kannst also innen und außen kannst du einfach öffnen. Bei dem Grundriss top, ne? Kannst du jetzt hier von außen dir alles rausnehmen. So Spiegel übrigens von oben bis unten, ein riesen Spiegel drin. Und Fensterchen mit drin, Stehhöhe, genial. Also wir sind bei fast 2 Meter Stehhöhe hier drin. Das ist wirklich viel. Und dann hast du einen Küchenblock, der ist direkt hier am Eingang. Den möchte ich euch gleich nochmal von der anderen Seite zeigen, weil es doch ein bisschen eng ist zum Filmen. Mit Spüle. Du hast dann 2-Flammen-Kochfeld mit drin. Bleib mal kurz hinten bitte, Stefan. Ja. Dann gehe ich mal durch, zeig das Ganze mal. Und das ist Stefan im neuen VW T6.1 Excursion. Ein Schiebebett übers Fahrerhaus als Option. Das werden wir gleich mal sehen. Und das Ganze hat 2 Schlafmöglichkeiten. Das heißt, du kannst unten schlafen in der Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja. Das ist ja Neudeutsch für ich sitze mir gegenüber. Und der Küchenblock, es ist alles richtig toll. Draußen eine riesen, ich sag mal Traube, denn wir sind direkt hinter der Halle 1. Die Leute laufen genau auf das Fahrzeug zu. Genau, die Eingangshalle hier, ja. Genau, das ist auch zu merken. Oben mal gerade mal öffnen, bitte, Stefan, dass man das mal sieht. 2 Minuten sind wir durch. Dass wir das mal sehen. So, und hier oben siehst du, da sind viele Schränke. Das Ganze ist schön zu sehen. Hier oben hast du noch ein Bedienfeld mit drin und eine Truma-Kombi-Heizung. Noch mit dem alten CP-Plus-Bedienfeld war hier drin. Und ja, dann last but not least, das Schwenkbad. Bitte hier mal zeigen. Das heißt, du ziehst das Ganze einfach raus und hast dann eine Dusche komplett über die ganze Fahrzeugbreite drin. Und das im Volkswagen. Also da ist die Dusche mit drin. Auch von der Höhe, wenn ich mal schaue, das ist ja... 1,90 Meter Höhe drin, noch das Fenster, da kannst du 2 Meter drin duschen hier. So, du kannst drin duschen, dann nochmal bitte zurück das Ganze machen. Es gibt noch eine Absperrtür mit drin, auch die muss sehr leicht sein. Dusche ist komplett eingeklappt, so sieht das im eingeklappten Zustand ein. Bitte mal einsteigen auf die Toilette. Ja. 1,85 Meter, lange Beine hast du. Guten Morgen. Ist ja schön, Sie wollen rein, gell? Gucken, endlich. So, und kaufen, denn es ist die Neuigkeit schlechthin. Beinfreiheit ist mit drin. Großer Schrank, zeig mal bitte, Stefan. Auch der ist klasse da und ganz schnell mal drehen. Das ist der Innenraum, Face-to-Face-Sitzgruppe. Simone hat schon Platz genommen. Guten Morgen. Und dann dieses legendäre Bett, was du einfach schieben kannst. Das ist das gleiche Bett, gell? Das ist das gleiche Bett. So, das ist also oben ein Bett. Das kannst du einfach modifizieren. Da ist es riesengroß. Und du kannst Fernsehen schauen von der Seite. Da ist der Fernseher, der ist immer noch zugänglich. Man kann die Heizung und so weiter einstellen. Es gibt einen Rausfallschutz und ein echtes, ein ganz, ganz großes Liegekomfortelement ist natürlich der Lattenrost, der hier mit eingebaut ist. Bitte mal schnell zurückbauen. Ja, ganz schnell mal das. So, und einfach hochdrücken. Ich glaube, du musst hinten, genau. Es geht super einfach. Geht's einfach? Super einfach. Okay, es wird eingeklickt und wir setzen uns einmal kurz auf die Bank. Auch da hast du sehr viel Platz, kannst diesen Tisch hier einfach abklicken und hast eine gemütliche Sitzgruppe auf beiden Seiten, die sich da natürlich auch zum Bett hier unten umbauen lässt. Ja, und das Ganze ist ja einfach. Simone, Fazit? Ich finde den Grundriss cool, ist mal was anderes und auch dass es hier direkt hinterm Fahrerhaus ist, finde ich top. Kult-Bulli, das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Der Bulli ist ja so, dass das alle Leute haben möchten, jetzt auf einem sehr, sehr kompakten Fahrzeug. Ich finde es klasse, das Ganze werden wir demnächst bei euch haben. Du wirst wahrscheinlich einen kriegen als Aussteller. Oder? Aber das wird so bis Mai, Juni dauern, bis sowas kommt. Bis nächstes Jahr, oder wie? Ja. Okay, so hier sieht man es nochmal ganz komplett. Und auch hier nochmal gerade nochmal öffnen kurz, dass wir da mal reinschauen.
in den Schrank. Ordentliche Schubladen. Ordentliche Schubladen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Da ist er. Die Neuigkeit schlechthin mit Schwenkbart und allem drum und dran. Der Weinsberg Pepper. Und German Television wird rausgescheucht von ganz vielen Leuten. Wir fangen um 10 Uhr zum Arbeiten an. Ja, zum 10 Uhr. Die Händler wollen nämlich verkaufen. Die kriegen Provisionen dafür und wollen das den Kunden natürlich auch wirklich bestmöglich zeigen. Aber die Modelle kommen wirklich gut an. Du selbst bist auch Händler. Ja, ich bin auch Händler. Wir haben auch Verkäufer hier. Ist nachvollziehbar, dass sie dann wirklich also dann sagen, ja, ihr räumt die Fahrzeuge? Ja, natürlich. Schau, aber schau dir das bitte gerade mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind nicht mal eine Minute draußen und okay. Das Fahrzeug wird geschirmt. Aber es ist wirklich klasse, das muss man wirklich sagen. Ein tolles Fahrzeug. Und ja, der Verkauf geht vor. Der Rubel rollt hier auf der Messe. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Da ist er, der Weinsberg Pepper. Und wenn man ihn kauft, fährt man am besten nach Saarbrücken. Zu wem? Also gerne begrüßen wir die Kunden aus unserer Region bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Seid doch nicht so anders, man. Sagt doch einfach, ihr seid einer der großen Weinsberg-Händler. Ja. Ihr habt eine riesen Werkstatt, hat über 60 Leute. Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir, korrekt? Das stimmt, ja. So, vielen Dank, Stefan Buhr. Ja, tschüss, Stefan. Ciao, ciao.